So, heute machen wir mal ein Video über diese Schönheit. Es geht da um einen W203, seine typischen Schwächen, seine typischen Stärken, seine Problemzonen und was zu machen ist. Wir sehen uns gleich. Heute sprechen wir über den W203, wie schon vorher erwähnt. Diese Autos an sich sind sehr gut. Jeder, der so ein Auto schon mal gehabt hat, wird wissen, dass die sehr langlebig, sehr viel aushalten, aber auch eine Problemzone haben. Und nachdem diese Autos eigentlich jetzt preislich für Anfänger schon sehr attraktiv werden, möchte ich ein bisschen was sagen, was ihr bei dem Auto sehr zu beachten habt, wo es ganz gerne Probleme gibt und ganz wichtig, wo man hinschauen soll, bevor man das Auto kauft, dass man sich dann nicht die Katze im Sack kauft, weil es kann dann sehr schnell sehr teuer werden. Fakt ist, dass wenn wir das Auto anschauen, dass das Auto schon relativ alt ist, natürlich. Das ist jetzt ein Modell aus 2003, also sprich vor Facelift. Prinzipiell rate ich euch immer zu den Facelift-Modellen. Die Facelift-Modelle sind aber nicht leicht zu ergattern. Die Vor-Facelift-Modelle sind da etwas leichter. Warum? Weil sie eben leichte Probleme haben. Die größten Probleme am Fahrzeug selber sind im Prinzip die Probleme mit Rost. Das sieht man hier an der Tür. Am besten ist, wenn man die Tür öffnet und von innen reinschaut. Man schaut dann unten die Kante an und diese Kante, wenn die rostig ist, dann wird es einfach sehr schnell sehr teuer, weil man kann das nur schwer reparieren. Wie ihr hört, das Knacksen von der Tür ist auch ein typisches Problem von den Bändern, von den Türfängerbändern. Ist aber jetzt keine große Tragik, ist nur blöd laut, wird jetzt sogar repariert, weil mir das selber bisher am Arsch geht. Fakt ist aber, dass das schon einmal die größten Probleme sind bei dem Auto. Dann die Radläufe, die sind ganz gerne rostig. Da sieht man sogar noch ein bisschen, da gehört noch ein bisschen nachgearbeitet, beziehungsweise überhaupt bearbeitet, da auf, wenn man leicht schaut. Die Türen wurden jetzt vor kurzem getauscht übrigens, deshalb habe ich auch so gute ergattern können. Das sind von einem Facelift. Da haben wir das selber im Radkasten, da herinnen, da sieht man sogar ganz gut. Das wird jetzt alles nachgearbeitet. Der war auch komplett rostig, da auf, da komplett rundherum. Die haben einfach ein bisschen eine Probleme mit Rost. Diese Rostprobleme, ja, kann man natürlich vorbeugen. Aber dazu muss man früh genug vorbeugen. Es bringt euch nichts, wenn ihr das Auto dann kauft und die Probleme sind schon vorhanden. Das heißt, am besten wäre, wenn diese Probleme gar nicht vorhanden sind bei dem Fahrzeug. Und dann natürlich war es am besten, wenn der Vorbesitzer das Hohlraum versiegelt hätte oder sonst irgendwas. Aber dann wird dann wahrscheinlich nicht hergeben. Weil diese Autos einfach sehr langlebig und heute, auch in der heutigen Zeit noch immer zeitgemäß schön zum Fahren sind. Aus diesem Grund rate ich euch, ihr müsst euch ein bisschen an die Minuspunkte holen, damit ihr so ein Auto überhaupt ergattern könnt, was qualitativ in Ordnung ist. Wie wir dieses Baby gekauft haben, das gehört übrigens mein Onkel, der hatte nur 160.000 Kilometer, ist jetzt ein bisschen mehr als eineinhalb Jahre bei meinem Onkel. Wenn wir dann schauen, was bis jetzt eingegrunden ist, was wir gezahlt haben, haben wir absolute Schnäppchen gemacht mit dem Auto. Weil wir reden da eben, wir haben ein Glück gehabt, wir haben die Türen im Ausland machen lassen, da haben wir für alle vier Türen haben wir gebrauchte Türen gekauft, in derselben Farbe, die nur eingebaut wurden, vom Facelift-Modell, um wirklich lächerliche 200 Euro. Da haben wir dann den Kotflügel mit ergattern können. Das war natürlich in dem Preis schon mit inbegriffen und wir waren eigentlich so gut wie oder sind so gut wie rostfrei. Jetzt haben wir noch die Rotläufe zum Richten, beziehungsweise geht er jetzt zum Pickel machen. In Österreich ist das ja, also ist eigentlich der deutsche TÜV. Und wenn das jetzt dann erledigt ist, dann haben wir mit Sicherheit lange Zeit keine Probleme mehr. Die typischen Schwächen bei dem Fahrzeug sind eben Rost. Und es gibt noch welche Schwächen, aber dazu kommen wir ein bisschen später, im nächsten Punkt. So, wo wir dann schon natürlich bei den Punkt 2 Probleme sind. Und die Punkt 2 Probleme bei dem Fahrzeug sind eben motorischer Natur, aber nichts Großes. Das größte Thema ist der Thermostat. Das große Problem ist, der sitzt da unterhalb drinnen. Sehen wir leider jetzt nicht wirklich zu, wie da unten sitzt er da. Der Thermostat ist ein Riesenproblem, weil wenn das Auto nicht mehr warm wird, verbrennt er zu Fett, verbrennt er zu Fett. Viele von diesen Autos, das war zum Beispiel vorher Taxi, das dann kein Taxi mehr war, weil die Dame von Deutschland nach Österreich gezogen ist und dann da als Privat,
Person genutzt hat. Deshalb hat er auch nicht so viele Kilometer gehabt, Gott sei Dank. Fakt ist aber, dass dieses Fahrzeug, also diese Fahrzeuge gerne als Taxi genutzt werden. Dann haben sie auch gerne einen Partikelfilter gehabt. Diese Nachrüstpartikelfilter von Remus und Co. Die waren riesen Probleme in meinen Augen, weil die haben diese Fahrzeuge im Endeffekt mehr kaputt gemacht, als sie gut gemacht haben. Wir haben uns den Partikelfilter vor kurzem angeschaut, der hat tatsächlich ein Loch eingebrennt, weil die Vorbesitzerin anscheinend zu lange mit einer niedrigen Motortemperatur, also zu fettes Gemisch, einfach zu hohe Drehzahl gefahren ist, sprich bei 2.500-3.000 Touren. Es ist wirklich ein Loch in den Partikelfilter eingebrennt worden von dem Motor. Das ist beeindruckend, dass der das überlebt hat. Fakt ist aber, dass ein typisches Problem ist nun mal dieser Thermostat. Die werden gerne kaputt, kann man ganz leicht im Bordcomputer nachschauen. Da kannst du schauen, ist die Motortemperatur richtig zwischen 80 bis sogar mal 110 Grad, dort sollte sie sich bewegen, im Sommer, im Winter, unterhalb sollte sie nicht viel fallen. Kann schon mal sein, wenn du jetzt an 50 Kilometer lang am Berg nach unten rollst, dass er leicht unter dem auch fällt, aber das sollte einfach dort sie maximal bewegen, in der Regel. So, Fakt ist aber, dass wir noch ein Problem hatten, weil das Fahrzeug war im Notlauf, also im Notprogramm. Dieses Notprogramm war leider Gottes so, dass er nur mehr bis 3000 Touren dran hat lassen und du hast nicht mehr wirklich beschleunigen können. Fakt ist, das war nur der Luftmassenmesser. Bitte, dieser Luftmassenmesser hat für dieses Modell noch 21 Euro gekostet. 21 läppische Euro, wo ich sagen muss, dass für meinen CLA hat dieser selbe Luftmassenmesser 490 Euro gekostet. Und wenn wir uns dann das so genau anschauen, dann muss man ganz ehrlich sagen, das ist Wahnsinn, also wirklich Wahnsinn, was diese Teile bei diesen Autos kosten. Im Nachbau versteht sich. Und bei meinem Mercedes kostet der günstigste Nachbau 350. Oder Premium-Nachbau, sagen wir so. Da kostet der Premium-Nachbau maximal 30, 40 Euro. Nicht? Also es liegt da schon zwischen dem Ganzen, liegen da wirklich Welten. Und diese Autos sind in der Haltung sehr, sehr günstig, warum ich euch auch zu diesen Autos rate. Der für mich beste Motor in dem Fahrzeug ist mit Abstand dieser 2,2 Liter Motor. Das ist wurscht, ob du jetzt in 200er, in 220er, das sind die besten Motoren, ohne Wenn und Aber. Die laufen ewig und noch 3 Tage, wenn man natürlich darauf aufpasst. Ölservice alle 10.000 und so rundherum immer schauen, dass alles passt und man wieder keine Probleme haben. Kommen wir zum nächsten Punkt. So, dann müssen wir noch einen Punkt ansprechen. Diese Autos sind, wie gesagt, sehr gut. Ja? Man hat damals halt auch versucht, die Klimaautomatik ein bisschen zu revolutionieren. Und dadurch ist ein kleines Problem da passiert, denn dieser Stellmotor ist leider unterdimensioniert. Und wenn wir das jetzt zünden, dann hört euch das einmal an. Hört ihr dieses Klacken? Man hört dieses Klacken ganz klar. Da oben ist ein Stellmotor drinnen. Wir haben dieses Problem folgendermaßen gelöst, weil du könntest ja natürlich alles ausbauen, zerlegen, einen Stellmotor reintun. Das ist unnötig. Wir sind einfach hergegangen, wir haben in diesem Fall die Stellung auf halb gestellt, also halb offen, halb zu, und haben den Motor drinnen lassen und fertig. Dazu brauchst du nicht alles ausbauen, sondern da gibt es ein bisschen eine Schmähs. Frag sie einen Mechaniker, der kann euch da sicher helfen. Dann könnt ihr das ohne großen Aufwand halb aufmachen und dann müsst ihr mit dem Klacken leben die ersten paar Sekunden. Das klackt in der Regel die ersten 30 Sekunden so. Dann geht's aus, bitteschön, jetzt ist es aus. Und im Endeffekt harzt und kühlt und macht das Auto alles ganz normal. Unterm Strich muss man einfach sagen, wenn man in so einem Auto sitzt und so ein Auto sich anschaut, weil man sowas kaufen möchte, probiert alle Hebeln durch, fahrt eine Runde, probiert, wenn ihr ein Tempomat hat, in Tempomat, schaut, ob die Lichtautomatik funktioniert. Probiert es im Blinkerhebel durch. In dem Fall, dieser Blinkerhebel spinnt. Er blinkt zwar, das Fernlicht, alles funktioniert, aber zum Beispiel die Scheibenwaschanlage, da musst drücken und die leicht ein bisschen spülen, vor zurück, dass er irgendwann einen Kontakt kriegt und sprüht. Das heißt im Endeffekt, oder im Umkehrschluss, dass dieser Schalter leider Gottes kaputt ist. Das kostet nicht die Welt, aber es ist doch eine Arbeit. Es muss der Airbag aus, es muss das Lenkrad aber, man muss zur Lenksäule zubekommen. Also sprechen wir da von einer Stunde Arbeit.
Und wir sprechen da von einem Blinkerhebel, der von einem guten Hersteller wie Febi zum Beispiel 80, 90 Euro kostet. Man kriegt sie auf eBay natürlich auch günstiger von No-Name-Hersteller. Wie gut das die wirklich sind, kann ich eigentlich leider nicht beantworten. Ich kaufe sowas prinzipiell nicht, weil ja, es gibt auch das Sprichwort und das sagt einfach, wer billig kauft, kauft zweimal. Nichtsdestotrotz können Sie das natürlich probieren. Er wird da ziemlich sicher funktionieren. Die Frage ist halt immer, wie lange. Fakt ist, wenn ihr so ein Auto habt, probiert alle Knöpfe durch, alle Tasten durch. Schaut euch an, ob alles funktioniert. Das ist ganz wichtig. Das ist einfach, wir reden da jetzt in dem Fall bitte von einem 19 Jahre alten Auto. Da kann einfach einmal was kaputt werden, da kann irgendwo spinnen. Noch einen kleinen Tipp habe ich da in dem Sinne für euch. Wie ihr seht, sind diese Schlüssel ziemlich neu. Schaut es euch an. Bitte auf AliExpress bekommt ihr diese Schlüsselhüllen für unter 10 Euro das Stück. Wir haben zwei Schlüssel vom Vorbesitzer bekommen. Beide waren da schon offen und kaputt. Wir haben diese Schlüssel dann einfach die Hüllen bestellt. Das Innenleben brauchst du nur außerbauen, das geht ganz leicht. Schlüssel außer, dann nimmst du den Innenlebenzeug außer da, ja, brauchst einen Schraubenzieher dazu. Du druckst das Zapferl da rein, da sieht man es ganz schön, das Zapferl druckt man rein und dann kann man das hochziehen. Und wenn man den hochzieht, ist man schon beim Innenleben. Am besten ist, ihr baut euch dann aus Draht einen Haken. Den ihr wirklich oben mit dem Schlauferl macht und mit dem Hackel, dann fahrt es rein, drahtzen, spaltet es erst ein bisschen auseinander mit dem Schraubenzieher, zieht das raus, steckt es in euren Schlüssel rein und ihr habt einen neuen Schlüssel, der funktioniert und der besser ausschaut und vor allem auch dicht ist. Das ist ja auch vielleicht ein Thema, weil wenn der Schlüssel undicht ist und es klangt euch ein was rein, wird er ziemlich sicher kaputt sein. So, somit waren wir vom Innenleben her fertig, gehen wir weiter draußen. Und wo wir dann eigentlich schon beim nächsten Thema sind, ist das Thema Fahrwerk, Bremsen. Also die Bremsen sind bei diesen Autos sehr langlebig. Warum das bei den neueren Autos gerne mal anders ist, dass diese Bremsen anfangen zu vibrieren oder kaputt zu werden, das ist mir nach wie vor noch ein bisschen ein Rätsel. Anscheinend sind die Bremsen bei den heutigen Autos so herunterdimensioniert, dass man sagt, na, nur aufs Minimalste. Anscheinend aber auch bei allen Herstellern. Weil ich habe es auch schon zusammengebracht bei meinem CLA, die Bremsen krumm zu kriegen, ohne großartig viel zum Bremsen. Vielleicht hat es aber auch mit der Automatik von heute zu tun, weil in allen Fahrzeugen schon Automatik steckt. Das kann ich so gar nicht beantworten. Fakt ist aber, dass bei diesen Autos diese Bremsen einfach wesentlich länger halten in der Regel. Warum ist mir ein Rätsel? Fakt ist, dass diese Bremsen zum Beispiel und dieses Fahrwerk jetzt beim Fahrzeug doch schon relativ alt sind. Der Vorbesitzer hat das noch gemacht. Der hat gesagt, er kann sich gar nicht mehr erinnern, wann er die getauscht hat. Und die Bremsen funktionieren aber. Ob sie natürlich jetzt beim Pickel durchkommen oder nicht, sei dahingestellt. Die Handbremse ist die einzige, die ein bisschen schwächelt. Die gerade wahrscheinlich neu eingestellt. Das ist auch ganz gerne das Thema, von dem ich eigentlich reden will. Die Handbremse ist bei diesem Fahrzeug hier innen liegend in der Trommel, im Heck. Also du hast wirklich die außenliegende Bremsen, das ist da, wo du normal bremst. Und da innen drinnen, in dieser Trommel, da sieht man schön, ist die Handbremse integriert kannst du sagen, Trommelbremse. Dieses System ist natürlich sehr super für Winter etc. Solange kein Wasser reinkommt, solange ich sie nicht festfrieren kann. Gerade bei den Handschalter, aber auch bei der Automatik eigentlich, werden diese Handbremsen sehr, sehr selten gebraucht. Das ist natürlich ein Thema insoweit, weil wenn ich die Handbremsen nicht brauche, wird sie natürlich kaputt. Wenn ihr so ein Auto kauft, rate ich euch, investiert diese 200 Euro plus von mir aus ein 100er für den Einbau der Bremsen bis bei 300 Euro, investiert den kompletten Satz der Bremsen, die kannst du im Internet, auf Autodoc etc. kannst du diese Teile günstigst kriegen. Tut es aber nicht zu viel sparen, so Zeug wie Ridex und Co. kaufen wir bitte nicht. Wir kaufen bei Bremsen zumindest, also DRW, ATE, Bosch von mir aus auch noch, solche Marken, die uns alle ein Begriff sind, die tun wir kaufen, die tun wir montieren und wir haben lang ohne Probleme keine Probleme. Und das ist natürlich das, was wir erreichen wollen. Wo wir dann eigentlich schon beim nächsten Thema sind, und das ist das Thema Fahrwerk. Also das Fahrwerk von dem Fahrzeug ist hervorragend und sehr, sehr langlebig. Fakt ist aber, dass wenn was kaputt wird, dieses Fahrwerk schon auch Geld kostet.
Das große Thema ist zum Beispiel ausgeschlagene Querlenker, Stabistangen, Axialgelenke etc. Schlagen wirklich selten aus. Wenn sie ausschlagen, dann hörst du es in der Regel. Und dann, ja, ich sage mal so, dann musst du was machen. Das ist ganz wichtig sogar. Und dann musst du aber leider die Spur oft einstellen bei diesen Sachen, wo das dann sehr schnell sehr teuer wird. Deshalb rate ich euch, wenn ihr Probleme bei so einem Fahrwerk habt, bei so einem alten Auto, da die Teile selber gar nicht so tragisch teuer sind, tut es nicht knauserig sein und nur eine Seite tauschen, sondern tauscht gleich beide Seiten und lasst einmal die Spur einstellen. Dann garantiere ich euch, habt ihr auch selten Probleme und müsst selten umsonst eine Spureinstellung zahlen, die dann doch einen Hunderter wieder kostet. Und wenn ich dann rechne, jetzt muss ich auch zweimal den 100er zahlen, weil ich mir zu knauserig war, die zweite Seite dazu zu machen, dann ist es fast besser, wenn ich sage, okay, bitte, wir machen gleich beide Seiten. Da kostet das Teil halt einen 20er mehr oder 30 Euro mehr, aber du hast hinterher nicht doppelt und dreifach Arbeit und du hast nicht zweimal zum Bezahlen für deine Spureinstellungen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. So, und dann sind wir eigentlich auch schon ziemlich am Ende angelangt von diesem Video. Weil viel mehr Probleme, viel mehr Schwächen haben wir zum Glück bei diesem Fahrzeug nicht. Wo ich euch noch ganz klar raten kann, schaut euch das wirklich gut an. Das ist das Innenleben. Zum Beispiel bei dem Fahrzeug war der Blinkerhebel kaputt. Probiert alle Blinkerhebel, also den Blinkerhebel komplett durch. Tut's probieren, Scheiben waschen. Tut's probieren, Wische einschalten. Bleibt ihr eingeschalten. Weil bei dem hat er einen leichten Wackelkontakt und du musst wirklich hin und her fühlen, dass er dann wirklich das tut, was du willst. Das geht natürlich jetzt fürs Pickel nicht. Der neue ist schon bestellt und unterwegs. Kostet aber auch gleich wieder ein 100er. Also in dem Fall sind es 90 Euro, 92 Euro. Wollte ich aber für Kleinigkeit, weil wir das Auto sehr günstig bekommen haben, weil er im Notlauf war und der Notlauf recht leicht wieder ausgegangen ist mit dem neuen Luftmassenmesser. Und von dem her eigentlich das Beste, was du tun kannst. Es gibt diese Fahrzeuge natürlich auch im Benziner, die sind ebenso hervorragend. Jeder, der so einen Benziner gehabt hat, wird sagen, okay, boah, unkaputtbar, das stimmt auch, stimme ich vollkommen zu. Fakt ist aber bitte, und das ist auch ein Thema, sie brauchen relativ viel. Gerade bei diesen alten Fahrzeugen, wo der Spritverbrauch noch nicht so das große Thema war, merkt man das bei diesen Autos schon sehr. Also ich rate euch, ab einer Grenze, wenn ihr in die Arbeit fahrt und ihr fahrt 20 Kilometer in die Arbeit, dann oder habt ihr mindestens 20 Kilometer in die Arbeit, sagen wir so, oder durch die Stadt 15 Kilometer, dann könnt ihr euch einen Diesel schnappen. Dann geht sich das aus, dann wird der Motor warm und man hat wirklich solche Probleme. Der steckt das auch weg, wenn es ein paar Mal Kurzstrecken mit dem fährst. Der kriegt das hin. Dauerhaft kriegt das aber auch nicht hin. Und da wäre halt der Benziner die bessere Wahl. Wenn ich mir aber dann einen Benziner nehme, muss ich eben mit dem Mehrverbrauch rechnen. Aber unterm Strich, wenn ich wirklich unter 15 Kilometer durch die Stadt oder 20 Kilometer Landstraße zur Arbeit fahren muss, dann ist es echt schon besser, dass ich eben mir einen Benziner nehme. Dieser Mehrverbrauch lohnt sich unterm Strich, weil einfach weniger kaputt wird und ich länger keine Probleme habe. Und das lohnt sich dann natürlich schon. Vor allem ist der Benziner zu dieser Zeit simpelste Technik, da hat sich dann ab die 80er, 85er, 90er Jahre nicht mehr viel bewegt. Das ist stehen geblieben. Das hat sich erst jetzt wieder in die letzten 5 Jahre, also wir haben jetzt das Jahr 2022, ja, sagen wir eher 10 Jahre, hat sich der Benziner auch weiterentwickelt. Aber bis dorthin war das eigentlich veraltete Technik, die natürlich viel braucht, aber sehr langlebig war. Nicht? Da ist zwar auch veraltete Technik, also der Diesel ist auf dem heutigen Standard eigentlich, es ist nach wie vor Common-Rail Diesel. Mit natürlich diverse Abstriche. Das Geile ist, der hat eine wassergekühlte Lichtmaschine. Das wirst du in die heutigen Autos nur mehr sehr selten finden, weil es einfach zu teuer ist. Natürlich, wenn sie kaputt ist, wird es teuer. Solange sie haltet, super. Und sie haltet aber sehr lang. Und das ist genau dieses Thema. Diese Autos sind einfach für lange, lange Zeit gebaut worden, wenn sie die nicht wegrosten. Also zusammengefasst muss man einfach sagen, wenn ihr so ein Auto sucht, so ein W203, wenn ihr es schafft, dann nehmt euch einen Facelift. Das ist natürlich auch eine finanzielle Frage, was wollt ihr ausgeben, wie viel könnt ihr ausgeben. Wenn ihr es schafft, einen Facelift zu kaufen, kauft einen Facelift. Schaut euch natürlich trotzdem die typischen Mängel an, weil ich habe auch schon gesehen, zum Beispiel einen Facelift, der hat dann leichte Klatschen gehabt auf der Seite, also er hat einen Unfall.
und hat dann von einem Forstfacelift auf die Türen gebaut, die dann erst zum Rosten angefangen hat. Hättest niemals damit gerechnet, weil außen war sie sauber geschliffen und innen war sie schon komplett gammelig. Das heißt, auch dort trotzdem hinschauen. Und unterm Strich, wenn man diese Schwächen dieses Autos anschaut, wird man absolut keine Probleme haben und man wird lange, lange Zeit erfreut haben mit dem Auto. Verbrauchstechnisch liegen diese Dinger, also so vor allem jetzt der 2,2 Liter Diesel ist für mich phänomenal. Ich habe den jetzt eine Woche bei mir, weil wir das eben gerade richten. Ich leider auf ein paar Teile warten muss. Was soll ich sagen? Ich fahre in der Woche normalerweise um die 500 bis 800 Kilometer. Ich habe nicht einmal nur einen Tank verbraucht, erstens. Der Tank ist 60 Liter groß übrigens. Und ich habe jetzt noch ungefähr 250 Kilometer zum Fahren, das bei den momentanen Spritpreisen aufgrund von der Ukraine-Krise schon auch ein Thema ist. Fakt ist aber, diese Autos kann man kaufen, diese Autos kann man fahren. Sie sind wirklich, wirklich schön zum Fahren. Ja, und de facto eigentlich top. Jetzt habe ich noch einen Abschlusstipp für dich, weil wir sprechen hier bei diesen Autos dann schon sehr gerne auch, welche Technik soll man im Auto fahren. Jetzt ist es ja oft so, dass diese Autos auch mit Automatik verkauft werden. Trotzdem muss ich dir sagen, auch wenn diese 5-Gang-Automatik oder teilweise sogar noch 4-Gang-Automatik in diesen Baureihen, Baujahren vertreten ist, rate ich dir ganz klar, ab der 5-Gang-Automatik ja, kannst du das definitiv fahren. Du wirst es halt auch am Verbrauch spüren. Wenn du dir da einen Handschalter nimmst, bist du mindestens 1,5 Liter pro Kilometer günstiger, weil die Handschalter einfach früher schon, die alten Automatik waren einfach nicht so ausgereift, die waren sehr langlebig, ja, die Wandlautomatik hat lang gehalten, auch wieder dort sind wir bei dem gleichen Punkt, aber sie war halt einfach nicht so sparsam und so ausgereift wie die heutige Technik. Deshalb rate ich euch ganz klar, wenn ihr so ein Auto kauft, Handschalter, je nach Kilometer an Diesel oder an Benziner richtig aussuchen und ganz wichtig ist, schaut euch die ganzen Sachen an. Dann fahrt ihr lang, ohne Probleme und das ist, was wir wollen. Ich würde mir wünschen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Es folgen mehrere Videos, übrigens natürlich auch von Mercedes. Der nächste wird sein ML bzw. der CLS. Welcher lasse ich jetzt noch offen? Beziehungsweise haben wir in Kürze eine G-Klasse. Also auch hier reinschauen und mitschauen und ihr werdet sehen, ihr werdet viel über die Autos erfahren, das ganz wichtig ist. Bye, bye.